And you know what the witch is cooking? Nee, was denn? Kinder. Ah, Kinder. Kinder kocht sie. Kinder! Ja, willkommen Kinder, schön, dass ihr zuschaut. Wir wissen, dass ihr im Durchschnitt minderjährig seid, das heißt, ihr seid die Opfer in diesem Let's Play. Nicht nur, weil wir euch eure Zeit stehlen, sondern auch, weil die böse Hexe in diesem Spiel Kinder entführt und kocht. Genau. Warum tut sie das, Fabian? Weil Kinder lecker sind. Und, ach so. Und man gern an Kindern nagt. Punkt. Ja. Ja, genau. Wir knabbern gerne an Kindern, aber nehmt das nicht zu wörtlich, denn es geht ja nur um ein Spiel. Cooking Witch ist der Name, kostet glaube ich 1,99 auf Steam. Ja. Also, ein Indie-Entwickler hat uns den Key quasi an den Kopf geworfen und haben wir dann gesagt, why not? Nachdem du 2 Tage im Koma lagst, weil er so stark geworfen hat, yeah, bist du wieder aufgewacht, bist zu mir gekrochen, hast gesagt, wir müssen... Oh, Cooking Witch ist ein gutes Spiel, ja, ja, das hatte ich... And then it hit me, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, wir spielen jetzt Cooking Witch. Ihr seht schon, die Möglichkeiten sind gewaltig. Ich kann das Spiel beenden. Ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, die man hat in diesem Spiel. Possibly, wir wissen es noch nicht. Es gibt Credits, immerhin mehrere Musikstücke sind aufgelistet. Es gibt nicht nur das eine, ist aber wahrscheinlich alles, wie sagt man, lizenzfreie Klassikmusik. Weil so klingt es ja jetzt für mich. Moonlight. Und Daniel Jelm hat es gemacht. Danke nochmal, Herr Jelm. Und das sind die Einstellungen, die man sonst so hat. Also wir haben jetzt alles schon auf Ultra gedreht. Besser wird's nicht. Ich starte jetzt einfach mal in Cooking Witch. Es hat Ladezeiten. Ja, ich kann Q drücken, dann kann ich es runterstellen. Okay, hier wird hart gefeiert. Ja, natürlich. Die fetten Säue, die essen wir gleich. Die Kürbiskopfkinder, ja. KKK, Kuckucksklan, Kürbiskopfkinder. Ich muss die Maus drücken und das ist meine kleine Witch. Ich steuere sie mit der Maus. Und jetzt gucken wir mal, was hier so abgeht. Also, ein blaues Kind bringt... einen Stern und ein und Essen. Ein Essen, eine Haxe. Rotes Haxen Kind sind für Upgrades? Genau, Haxen sind für Upgrades. Click Mouse to catch. Also ich muss klicken dann. Drop in the cauldron. Also wahrscheinlich muss ich gedrückt halten, um sie zu halten. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht, aber werden wir sehen. Okay, wir werden sehen. Collect meat, okay. Ja, und boah, die Fettesten bringen am meisten Fleisch. Wer hätte das gedacht? So, da ist mein, Cauldron, mein Kochtopf. Oh, Time kann ich da eigentlich Dennis. Achso. Oh, Time Start. Musst du gedrückt halten? Ich halte gedrückt. Nee, muss ich aber nicht. Okay. Ah, aber mit dem Fetten so bist du langsam. Okay. Okay. Ich verstehe. Sie ist also hart am Feiern hier, die Witch. Mhm. Die. Okay, ich nehme mal noch so einen Fetten. Da rennt er weg. Ah, okay. Da oben haben wir auch eine Anzeige, dass jetzt schon 3 Kinder geschrien haben. Ja, okay. Und was ist das Problem dahinter? Ja, keine Ahnung. Oh, die ist Rakete dann... hat dich getroffen schon. Ach so, oh, dann nehme ich Health ab. Okay, ja, ich verstehe. Oh, und du hast auch eine Stamina. Heißt wahrscheinlich... So. Okay, jetzt sind die Kinder wieder weg. Aber dafür ist da so ein Typen. Ah, okay. Wow. Der hat Shotgun. Der hat Shotgun? Ja. Okay, irgendwas ist passiert. Ich habe was geschafft. Achievements! 2 Stück, Mann. Alles auf deinen Alter, Account. Du bist der Beste. Ich bin der Beste. Guck, 3 grüne Kinder. Knockout a Daddy. Knockout a Daddy. Wie macht man das? Du gehst erstmal in so einen Fahrstuhl, der fährt unter Wasser und dann ist da so ein... Das ist aber ein Big Daddy. Das ist was ganz anderes. Okay. Guck mal, man könnte 160.000 Punkte kriegen. Wir hatten 6. Close enough. So, natürlich Upgrades. Wir haben 6 Upgrade-Dinger. Wir können uns... Oh, schon den nächstbesseren Besen holen. Health, Stamina, ja, oder Strength? Ich weiß nicht genau, wofür all das da ist. Na, geht doch mal rüber da. Achso, guck mal. Stamina. Fly for longer periods without dropping something. Okay. Ah, okay. Deswegen, beim fetten Kind ging die Stamina auch schneller runter. Was soll man dann aufleveln? Wir können uns 2 so eine Sachen hier leisten. Was macht Strength? Strength macht lose less speed while carrying. Also ich bin dann auch schneller und okay, halt länger. Also ich mache jetzt mal die beiden Sachen. Ja, ja. Damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Und dann versuchen wir das jetzt mal der Meat Score. That's a good All time Meat. All time Meat, Mann. 166.000. Das ist sogar noch besser. Krass. Ich kann hier auch... Nee, ich kann nichts durchschalten. Das ist vollkommen nutzlos. Ähnlich wie dieses gesamte Spiel ist es vollkommen nutzlos. Vielleicht ist es bei All-Time Meat einfach besser. So, jetzt nächster... Nein, wir machen das einfach abwechselnd. Guck mal. So. Let's do this. Aber linke Maustaste. Linke Maustaste für alles. Mehr gibt es nicht zu tun. So, mal sehen. Die bringen hier Sterne. Dann gibt es Time. Dann suche ich doch mal die grünen Kinder. Ja, such die grünen Kinder. Nicht die fetten, sondern die grünen. Ja. So, jetzt beobachte ich mal die Stamina. Die Stamina ist halb runter. Jetzt ist sie weg, genau. Dann nimm noch mal ein fettes mit. Dann nimmst du ein paar Sterne mit, genau.
So, vergiss nicht, das Fleisch einzusammeln. Genau. Wir wollen Upgrades. Upgraden. Das ist ja praktisch ein Permadeath-Spielen auf eine Art. Und man wird nur besser dadurch, dass man immer die richtigen Upgrade-Sachen einsammelt. Oh, wie sie Foot. Au, fuck! Knock ihn aus, knock ihn aus! Ja, wie? Weiß ich doch nicht, deswegen habe ich dich doch so dumm gefragt. Du kannst ihn ja mit dem Kind erschlagen. Ich wollte es machen. Oh, du bist gestorben. Guck, Green Kids. Okay, dann versuch doch mal das nächste Mal drei Green Kids. Vielleicht kriegen wir dann irgendeinen Bonus. Upgrade. Damit können wir uns noch nicht wirklich was... Ja, mach einmal Health. Genau. Dann sparen wir jetzt auf die nächsten Sachen. Replay. Du bist dran, Dennis. Dann versuche ich jetzt mal drei grüne Kinder zu mir zu schnappen. Und ein Tipp. Die Shotgun tötet dich. What the fuck? Okay. Ja, Pro-Tipps. Leute, merkt euch Pro-Tipps. Das. Pro-Tipps. Hey, du. So mal... Und die Raketen sind auch nicht nett. Bam, bam, bam. Nein! Ich habe das Kind verloren. Da ist es. Scheiße. Oh, es ist tot. Ist okay für mich. Ich koch's ja eh. Das stimmt. So. Aber ist es dann besser, sie lebend reinzumachen? Oder tot? Ja, da kriegt man... Dass sie nicht so zäh sind. Nee, da kriegt man überhaupt was... Shotgun tut weh. Aber ja, Nein, es ist nicht grün. Es ist nicht grün. Schmeißt das Fett auf den Kerl. Ach, dann werfe ich jetzt noch ein blaues rein. Nein, mach ich nicht. Au, fuck. Ah! Irgendwie aber ich habe immerhin die drei Achievement. Sprinkle of Green! Oh, du, Fatal, Hit, genau, da ist das Kind nämlich gestorben vom Drop. Oh, neues Upgrade. Jetzt musst du drei rote Kinder kriegen. Ah, okay, dann können wir zwei gleichzeitig. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich mehr Stamina. Dafür brauchen wir deutlich mehr. Wir brauchen auch vor allen Dingen 10 Upgrade-Punkte. Die kriegen wir jetzt zusammen. Die kriegen wir locker. Es macht irgendwie schon Spaß. Scheiße, so, ne? So ein bisschen. Weil man dauernd irgendwas hat, worauf man arbeiten kann. Ja, wahrscheinlich wird das dann sehr zäh nach die Kinder nach so 10 Minuten spielen oder so. Das ist aber grün. Ja, was braucht man jetzt? Ja, rot. Ach so. Drei rote. Genau, hol mal rote. Aber natürlich brauchen wir trotzdem auch immer noch die anderen Sachen. Genau, nimm die Time mit, nimm die Upgrade-Punkte mit. Oh, Leben nehmen wir. Rotes Kind, da... Alter, diese scheiß Rakete. Die erwischt einen immer genau, wenn man es nicht... So, dann gib mir mal das erwartet. Leben. Ja, genau. Oh, guck mal. Bisschen Time wäre auch noch gut. Genau, und jetzt versuchen wir noch einen roten zu kriegen. Da ist noch einer. Immer. Und den Big Daddy, den mache ich auch gleich. Du holst sie dir alle. Sehr schön. Bams, ha. Oh, du bist sowas von krass, wie du ausweist. Jetzt schmeiß mir das Kind auf den Kopf. Ja. Schmeiß ihn auf den Kopf. Bam. Yes. Oh, du Sau. Jetzt nimm ihn mit, nimm ihn mit. Und rein damit. Geil! Ah, oh, da ist noch ein Big Daddy. Hier, komm. Das, oh. Ja, das ist vorbei. Oh, wie du alles geholt hast. Wie du alles geholt hast. Baus. Der Meister. Cooking Witch Pro. Weißt du... Du bist nicht gestorben, das heißt, du darfst weiterspielen. Ah, okay. Ist nur der Tag vorbei. So ist okay. Upgrades. So. Das heißt also, jedes Mal, wenn man drei Sterne voll hat, gibt es ein neues Upgrade, was freigeschaltet wird. Mhm. Jetzt haben wir Cauldron. Doppelt so viel Fleisch. Oh, aber brauchen wir 50 Upgrade-Punkte und wir haben 8. Ich sag ja, es wird langsam zäh. Also mit dem Fortschritt. Ich finde aber Rank ganz gut, dass wir schneller unterwegs sind. Schneller unterwegs? Schneller unterwegs, mehr Kinder. Mehr? Das ist alles so falsch. Bitte, bitte, das ist wirklich nur, es geht nur um Hexen, die Kinder kochen in einer Fantasie. Du Rassist. Wir wollen jetzt nicht wirklich echte Kinder entführen. Also ich weiß nicht, was Fabian will, aber ich zumindest möchte das nicht. Ich weiß gar nicht, was ich mit Kindern soll. Die nerven doch nur. Essen. Die schreien nur und sind laut und ach Gott. Aber du bist echt richtig schnell unterwegs, ne? Ah. Kann das sein? Also man kann richtig viel schaffen, vor allen Dingen, wenn du immer wieder die gelben Kinder mit den vielen Sternen nimmst. Ja. Die gelben, oh, die Sau. Blauen. Die blauen. Reicht ein kleiner auch? Gucken wir mal. Hast du erwischt, hast du erwischt, super. Nimm ihn mit. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, den kriegst du noch. Den kriegen wir noch. So, jetzt versuchen wir noch ein blaues Kind zu erwischen. Ja. Ja, den kriegen wir auch noch. Bisschen Zeit haben wir. Gewonnen. Oh, das war eine gute Runde. Oh, los. Ja. Ah. Guck, Daddy. Mm-hmm. Daddy Soup. Eat. Moment, das ist was anderes. Nee, guck, 25 mal Fleisch essen, das ist natürlich schon... Sollte im Laufe des Spiels eigentlich schon schaffen. Auch echt... Ah, okay, die Grünen sind die schnellsten Renner. Ja. Und blaue Kinder sind normal. Die haben nichts Spezielles. Ja. Wie im wahren Leben. Blaue Kinder haben nichts Spezielles. Die können halt nichts, ne? Ja. Ha, schneller? Ja, faster. Aber Dennis, du bist wieder dran. Ja. Weil hier, wenn man überlebt, darf man zweimal.
So, wir haben unsere eigenen Regeln. Richtig. Wir machen unsere eigenen Regeln. Ihr müsst halt damit klarkommen, ja? Ja. Wir sind hier nicht We're so. We're making our own rules, man! Deal with it. Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. Welche, die viel Zeit bringen, sind die Grünen, ne? Genau, Zeit, die sind schneller, deswegen bringen sie auch viel. So, das heißt, eigentlich wäre es, wenn man viel Fleisch sammeln will, wäre es gut, immer Grün und Gelb abwechselnd zu machen. Weil dann kannst du immer Zeit sammeln und wieder... Und wenn du getroffen wurdest, ein Rotes nehmen, weil Rot ist Leben. So, ich fange mal mit dem Gelben an. Guck mal, wie schnell du jetzt den Fetten da einholst. Ja, und in der Luft alles abgegriffen. Ja, nicht ganz. So, als nächstes hole ich mir den Grün. Ah, okay. Die Daddys kommen, wenn die Anzahl an Kindern oben geschrien haben. Ja, scheiße, da hat mich die Rakete erwischt. Jo. Sieht man irgendwo, von wo die Daddys kommen? Nee. Nee. Da kommt aber von rechts. Ich versuche jetzt einfach mal dem auszuweichen. Das ist eine gute Methode und hat auch geklappt. Hey du. Versuch's doch, du Spacki. Au, da ist noch einer! Das war aber so nicht geplant. Komm, Fetti. Ja, wenn du noch einmal getroffen wirst, war's das. Oh, oh, guck dir den Dennis an. Fuck. Ah. Aber ich wollte die 10 Kinder kochen. Hast du aber auch richtig. Das lief. Gut gemacht. Und bei den 25 Mieten ein bisschen nach vorne kommen. Und wir haben ein neues Upgrade, also wahrscheinlich noch ein schnellerer Besen. Noch schneller. Guck mal, was das kann. 25 kostet es und macht dann noch deutlich mehr Spaß, das Ding. Wir können jetzt aber auch mal das Double Carry nehmen. Ja. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, dann können wir 2 kleine nehmen. Oh Gott, das ist alles falsch. Ja, Fabian, das nimm 2 kleine. Oh ja. Nimm sie in den Mund. Ich mag die dünnen, weißt du? Nimm mal die dünnen, ja. Die erinnern dich an dich selbst. So. Oh, wie geil. Ja, aber dann versuch doch lieber einen grünen und einen gelben zu erwischen, ja, oder so. Ich wollte eigentlich 2 grüne da. Ja, ist auch okay. Ja, roter. So. Immer die schreien, dass kein Daddy kommt. Super. So. Du Sau, komm her! Ja, sehr schön. Oh, oh, ja. Oh, meine Stamina. Oh, die geht echt schnell runter. Da müssen wir nachbessern auf jeden Fall. Oh, das ist nochmal ordentlich die Zeit geholt. Hast ihn erwischt. Tja, Daddy. Double Carry. Daddy und Boy. Ah, oh, das, der andere kommt von der anderen Seite. Scheiße. Okay. Jetzt bräuchtest du mal 2 rote. Oh, oder 3 tote. Aber 25 Miet. Das läuft. Es läuft bei uns. Aber Dennis, es macht es, schon Spaß. Ist schon ein bisschen lustig. Verdammt, wir hätten uns nicht so darüber lustig machen sollen. Knockout 3 Daddies. Wow. 5 fatal Kid Drops. Das kriegen wir. Ich habe das Gefühl, ich mache jetzt gleich nochmal. Wir sparen jetzt mal ein bisschen Miet. Aber also, der erste Daddy... Ah, da ist beide droppen. Okay. Einfach ganz hoch und dann fallen lassen. Wie es dann knackt. Ja, das kriegen wir hin, oder? Also. Oh, also den kleinen Jungen hat er eigentlich erwischt. So, und jetzt sammeln wir mal noch 2 Kinder ein. Einfach, damit ich auch mal hier noch irgendwas... Oh, scheiße. Du kommst nicht davon. Du kleiner Spacko. Oh, 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 Dennis! Weehoo. Ah, ich glaube, du hast trotzdem Schaden bekommen, weil du ihn berührt hast. Das ist okay für mich. Solange ich nämlich hier noch ein bisschen Miet einsammeln kann. Oh, oh, Dennis! Ja! Boom! Achievement! Hört ihr das? Nein, natürlich hört ihr es nicht, weil die Kinder tot sind. Sie können nicht schreien, wenn sie tot sind. Achso. Mach mal Escape, ob man die Mission sehen kann. Nee, okay. Nee, leider nicht. Dann, du musst 10 grüne Kinder auf jeden Fall kochen. Also das weiß ich auf jeden Fall. Aber ich würde auch damit klarkommen, wenn du einfach Kinder kochst, ohne auf die Farbe zu achten. Ah, und du... Schmeiß sie doch nicht daneben. Ich wollte die nochmal töten. Wer wischt das denn dann weg am Ende? Niemand. Du kriegst doch auch viel weniger, wenn du die daneben wirfst. Echt? Ja, tote Kinder bringen nicht so viel wie Leben. Ah. Das hat mir niemand gesagt. Nee, gesagt hat es mir auch keiner, aber es ist halt so. Also wir haben es beobachtet. Hey du. Boom. Das war daneben. Ha. Du fühlst dich aber auch ganz besonders toll, ne? Ja. Ja, ja, ich merke das schon. Schmeiß die beiden... Ach komm, ey!
Oh, ja, okay, das war eine scheiß Runde. Das war keine gute Runde, nee. Fabian. Da muss man einfach mal sagen. Es war stylisch, aber rote, es hat... rote und grüne wollen wir haben. Okay. Jetzt haben wir ein Upgrade technisch, 24. Ja, schade. Ah, einen hätten wir noch gebraucht für den schnelleren Besen. Wir könnten aber Stamina und Strength erhöhen. Na, Strength sind wir allgemein schneller. Ja, okay, ich würde... Ja, ich lass mal noch eine Runde machen hier, kommen und dann... Du willst den Besen, oder? Du willst den Besen. Ich will natürlich nicht den Besen haben. Ich sehe es doch. Da fresse ich einen Besen, Mann. Ja. Ja, die grün. Oh! Double Fatty! In dein Gesicht, Fettsack. Ein Daddy ist schon gekommen. Das ist okay für mich. Dann muss ich ihn nur. Aber okay. Also der erste Daddy kommt, wenn drei Kinder geschrien haben. Ja. Der zweite Daddy kommt, wenn man zwei Kinder nach dem ersten Daddy gekocht hat. Ja, jetzt kommt der zweite Daddy. Und wenn du jetzt noch zwei Kinder kochst, kommt der dritte Daddy. Oh, das hat wieder nicht geklappt hier. Jetzt hat's geklappt. Nein, und da bin ich noch gestorben. Ah. Weil die Schrotkugeln runterkommen. Aber habe ich gleich noch einen Daddy outgenockt. Outgenockt. Geknockt out. Outed. Ah, ja, guck mal, da können wir uns jetzt das... Ja, ja, komm. Ja. Upgrade mal den Basen. Den Basen und... Guck mal, wir können Carry 3. Haha, kostet auch 50. Also man kann hier schon echt ein bisschen süchtig werden nach dem Scheiß. Nee, ach gar nicht. Aber lass mal noch eine kleine Runde. Ja, eine Runde geht noch, eine Runde geht noch. Oh, guck mal. Oh, bist du schnell? Das sind genau die falschen. Wir brauchen rote und grüne. Aber sonst ist alles in Ordnung. Und auch noch daneben. So macht man es. Ja, so macht man es überhaupt nicht. Halt die Fresse. Also nicht du, sondern das Kind. Okay. Zu dir würde ich es niemals sagen, Dennis. Mich lässt du es nur fühlen. Richtig. Aber jetzt nimm zwei grüne, genau. Die brauchen wir. Ja, da gibt es auch mal ordentlich Time, Mann. What a time to be alive. Keine gute für die Kinder, nee. Jedenfalls. Ja, ist auch nicht besonders lang. Die sind noch so jung und schon so tot. Aber wo ist denn der Daddy? Weiß ich nicht. Ha, wo ist der Daddy? Und wer ist dein Daddy? Wer ist dein Daddy? Da ist der Daddy. Nee, du musst ein bisschen genauer zielen, auf jeden Fall. Mit zwei ist einfacher, weil dann hast du mehr Munition. So. Na komm. Hallo. Er will nicht. He does not want. Oh! Ja, egal, komm. Aber ich habe ihn ausgenockt, das reicht. Das hast du sehr gut gemacht. Replay. So, jetzt will ich mal grüne und rote und einen Daddy noch ausnocken. Ja. Das sind genau. Nein, das sind die grünen, das war gut. Grüne und rote brauchen wir. Da ist die Frage, ob es Sinn macht, dann so hinterher zu fliegen bei einem Stern, der irgendwo wegpurzelt, weil man verliert ja dann auch die Zeit. Durchs. Ja, und am Anfang überhaupt Zeit zu nehmen, bringt auch nichts, weil der Mond ja dann noch nicht so weit. Oh, Daddy! Daddy mit der großen Büchse! Mit der Büchse! Fuck! Komm her! Da, also, das... Das ist noch nicht so geil, ehrlich gesagt. Scheiße! Man könnte es ganz einfach lösen mit einem Pfeilindikator. Ja, wo der Daddy gerade ist, wenn man weiter hochfliegt. Vielleicht ja. Gibt es ein Upgrade später? Ah, es gibt für alles ein Upgrade. Es gibt für alles Upgrade. Es gibt für alles eine App. Grün, blau, naja. Wie ein Smarty. Hast du wieder einen dazwischen geworfen. Oh, Mann! Geworfen. Du bist zu willkürlich. Du nimmst immer so einen blauen mit, der bringt uns überhaupt nichts. Warum? Ja, das ist doch nur Scheiße. Guck dir doch mal die blauen Kinder an. Ja, wie die schon aussehen. Die haben nichts drauf. Die hat man auf dem Schulhof früher verprügelt. Ja. Oh, hallo Daddy. Brauchen wir noch einen? Ja, klar. Also einen brauchst du noch. Ja, das müsste doch jetzt mal langsam reichen, Alter. Hier. Die Kinder müssen halt in die Stratosphäre und dann runter. Ja, super. Damit haben wir unser kochen wir auch, du Chivo. Sau. Oh, vielleicht gibt es dann später auch noch die Aufgabe, einen Daddy mit einem anderen auszunocken. Oh, cool. Das wär super. Knockout. Oh, aber jetzt dauert schon ein bisschen. Ja, 24 tatsächlich. Wir haben 24. Wir könnten noch mal... Zweimal, also einmal Stamina, einmal Strength. Ja, machen wir das doch so. Und dann okay, letzte Runde. Macht jeder noch eine Runde. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt noch leisten können hier. Also... Guck dir die Stamina an. Mm. Das ist so geil, Alter. So, ich würde so gern drei Kinder nehmen, ey. Ah, ich weiß, das klingt alles so falsch. Nö, Dennis. Du findest das ist ganz normal.
So. Du magst halt Kinder, Dennis. Ich mag, ja, ich bin halt sehr kinderfreundlich. Auf eine Art. Stimmt, wir so, also, als, ich weiß nicht, macht es am meisten Sinn, au! Das Kessel-Upgrade als erstes zu holen, dass man mehr Shit bekommt. Ja, natürlich bringt das eigentlich immer mehr, wenn du zuerst auf die, die Ressourcensachen. Ah, ja. Geh sterben, ich will nichts mehr mit dir. Frag mich, ob da neue kommen irgendwann, wenn man es lang genug durchhält, weißt du? Also, na, momentan ist der Counter von 2 auf 1 wieder runtergegangen. Ja, schaut mal, okay. Wenn du jetzt wieder einen kochst, dann ist der Counter voll und es kommen wieder 2. Ja. Also es kommen immer wieder neue. Finde ich gut. Du kannst nicht unendlich. Ein bisschen ja, da ist wieder der nächste. Der nächste, der sterben will. Ah, nee, zu weit links. Egal. Dann hole ich mir jetzt noch ein paar Kinder. Oh, das war gut, Dennis. Das war richtig gut. Oh, shit. Ja, du hast nicht mehr viel Zeit. Nein! Gib mir ein Kind! Ja, los, hol's dir noch. Sehr gut. Boom! Was für eine Runde! Was für eine Runde! Oh, neuer Kessel. Was ist das Upgrade diesmal? Warte mal, das müssen wir jetzt mal 10 Herzen. Okay, und? Ist einfach. Cook 3 Daddies, ist auch einfach. Cook, na, 3 rote Kinder noch. So, guck mal, New High Score, 16. Okay. Wie, das, wie zur Hölle haben die 160.000 geschafft? Später kannst du halt 5. Ja, okay, du kannst auch mal 10 wahrscheinlich oder richtig. So. Oder. Also ich habe jetzt auch den mal 3 aber schon freigeschaltet. Oder aber, die haben gecheatet. Alles Cheater. So, jetzt ist deine letzte Runde. Überbiete 16. Ah, du hast unsere Musik getötet, aber ist nicht so. Ja, viel. So wie die Kinder gleich. Richtig. Ah, was für ein bisschen strecken. Du musst dich nochmal ein bisschen strecken. Ah. So, welche Kinder bringen das meiste Fleisch? Jetzt gehe ich nur auf Gelb. Fleisch. Scheiße. Gelb und das, damit du so lange durchhalten kannst, musst du halt mit Grün abwechseln. Sonst hast du nicht so genug Zeit. Und ignoriere Blau und Rot im besten Fall. Ja. Ach. Ja, ist okay. Du kannst die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Das ist in Ordnung. Die bringen ja auch Fleisch. Bringen Daddy, ja zwar nur eins. Daddy. Ja, dann machen wir die 2, damit bist du schon auf einem guten Weg. Du hast schon 9. Ja, jetzt musst du vernünftig arbeiten da. Ja. 15, du brauchst an sich nur noch ein Kind, dann hast du mich eingeholt. Nee, platz ab! Halt dich nicht auf. Hol dir das Herz. Scheiße, du hast das Fleisch nicht eingesammelt, ja. Du Knödel. Weil ich ihn noch kochen wollte. Ja, bringt aber auch nur ein Fleisch. So, jetzt können wir mal gucken, was der jetzt bringt, wenn er tot ist. 3 Fleisch, aber keine Zeit. Ja. Da ist nichts. Warum fliegst du dahin? Ausweichen. Ja. Ja, du hast ja eh schon gewonnen. Trotzdem. Aber schön gemacht. Ein rotes Kind hätte es noch gebraucht. Naja. Die Roten, wie immer. 39, also da, ja, wenn du komm, so ein bisschen... Können wir noch ein Upgrade, so einen neuen... Besen vielleicht so? Ah, nee, haben wir noch nicht. Nee, können wir uns noch nicht, können wir uns okay. Alles noch nicht leisten. Das war schön, das war Cooking Witch, das macht irgendwie Spaß. Für 2 Euro kann ich es euch tatsächlich empfehlen. Hätte ich nicht gedacht am Anfang. Dafür sind Let's Plays gut, meine Freunde. Das ist wirklich. Ihr findet neue Perlen? Ich bin mega skeptisch hier reingegangen und jetzt komme ich raus und sage, ja, für eine Stunde spielen ist das okay. Immer mal wieder so ein kleines Upgradechen holen? Ja, hin und wieder mal Highscore versuchen. Also ich weiß nicht, ob man an die 160.000 da rankommt. An den alten Cheater, Lord Krytos. Also, da der zweite nur ein Zehntel davon hat, würde ich da nicht unbedingt auf legale Mittel tippen. Wer weiß. Also schönes, kleines Mini-Spielchen. Kann man sich zum Vollpreis mitnehmen, würde ich sagen. Ja. Oder ist beim Steam Sale wird es euch nachgeschmissen. Ja, also da kriegt das wahrscheinlich für 50 Cent. Ja. Aber echt, ihr habt es gesehen, es ist nicht so scheiße und sinnlos, wie ich gedacht hätte. Richtig, es macht Spaß und das ist das Wichtigste. Und es steuert sich auch gut. Also für das, was es will, ist es... Ich meine, du brauchst nur eine Maus und klicken, ne? Ja. Also gerade für die kleine Mittagspause zwischendurch ist das echt okay. Genau. Und ihr könnt schnell raustappen, dann ist die Musik nämlich auch weg. Genau. Sehr gut zu wissen. Das ist wirklich wichtig. Wenn man minimiert, haben wir festgestellt, ist die Musik weg. Das heißt, ihr könnt das wirklich am Arbeitsrechner spielen. Okay, am Arbeitsrechner Steam zu haben und ein Spiel zu installieren, ist schon mal auch was Besonderes. Aber, ja. Aber vielleicht ja in der Schule, am Laptop oder in der Uni. Oder genau. So. Oder auf dem Handy. Oder auf... Nee.
Das geht nicht, glaube ich. Oh. Schade. Gut, also das war Cooking Witch. Wir spielen jetzt was anderes und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wünschen euch viel Spaß mit Kinderkochen. Macht's gut. Tschüss.